Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pimp Your Essen. Heute ein mega Sonderbohrteil, denn heute ist es quasi ein so Notfallrezept. Ich habe mir das vor einigen Jahren ausgedacht. Damals war es so, dass an Tankstellen gab es noch nichts Tolles mit Brötchen und so einem Kram mitten in der Nacht. Wenn man dann vom Auftritt kam und noch richtig Hunger hatte und schon 15 Bier drin hatte und dann wollte man noch zur Pizzeria, die hat aber zu, dann hat man sich was überlegt. Und das ist damals einfach rausgekommen. Ihr braucht dafür ein Biffi-Roll, einen normalen Biffi, Ketchup und ein Käsestick. Das sind diese Dinger, die gibt es auch an der Tankstelle, die werden eingepackt. Ich habe das schon mal vorbereitet, weil ich habe den jetzt nicht in die Tanke gekriegt. Ich weiß nicht, ob das noch geht. Also ein Stück Käse, auf gut Deutsch. Also, aufreißen. Rausholen. Aufreißen. Rausholen. Jetzt schneiden wir den Bifi-Roll mit unseren dreckigen Fingern, weil wir heute was lackiert haben. Gewaschen sind sie aber. Schneiden den Bifi-Roll der Länge nach vorsichtig auf. Und zwar so, dass wir den Widerstand des Messers am Bifi innen drin merken. Jetzt langsam und vorsichtig das Ganze so ein bisschen auseinanderziehen, sodass es quasi schon fast wie ein Hotdog aussieht. Jetzt nehmen wir das extra Bifi, weil Fleischanteil, ihr kennt das alle, Bifi-Roll essen, da hast du immer einen trockenen Mund danach, weil das irgendwie nicht zusammenpasst. Das ist immer sehr trocken. Deswegen den zweiten Bifi rein. So. Könnte man schon essen. Machen wir aber noch nicht. Jetzt kommt der Milch. Ketchup drüber. Nicht zu viel. Jetzt haben wir unseren Käsestick noch. Den einmal halbieren und drauflegen. Jetzt das Ganze auf den Teller drapieren und ab damit in die Mikrowelle. Das Ganze circa eine Minute drin lassen und dabei einen Biffi-Song singen. Zum Beispiel: Biffi, du bist so lecker. Biffi, lecker schmecker. Biffi, ich hab dich so lieb. Biffi, wie schön, dass es dich gibt. Und mal alle, Biffi. Jetzt habe ich es vergessen. Na, pass auf. Auf jeden Fall ist gleich soweit. Kannst du einen Schnitt machen. So, jetzt sag mal, sieht lecker aus, oder? Sieht das mal lecker aus? Ne? Das war das kürzeste Rezept bei Pimp Your Essen ever. Das kannst du natürlich auch prima auf Kindergeburtstag machen oder so. Sie werden es euch aus den Händen reißen, weil es ist verdammt, wie gesagt, lecker. Biffi, wunderbare Biffi.